In der letzten Episode. Der merkwürdige Polizei Dessau sagt, Furialo habe sich selbst von einer Person gehört. Der Bereitschaftsarzt Dr. B. nimmt Jallo Blut ab. Nächste Mal in Schwarzwald. Zelle Nummer 5 sieht er Udo S., der am Kopfende steht, und Hans-Ulrich M., der Uri Jallo an seinen Oberschenkeln abtastet. Er ist in seiner Rechtsohre durch die Schwarzwaldkammer bewegt. Ja, der sich noch um die letzten Worte, die Beate H. angeblich von Uri Jallo hörte, waren: Mach mich los, Feuer. Wir brauchten mal ein Barrio und zwar Notarzt für den, der in Gewahrsam. Hans-Ulrich M. und Udo S. kommen an, gehen auf ihn zu. Passport, amigo, sagen sie. Uri Jallo weigert sich. Am 7. Januar 2005 ist der asylsuchende Uri Jallo in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. Nach allem, was wir heute wissen, ist es beinahe unmöglich, dass er sich selbst angezündet hat. Der einzig logische Verdacht ist deshalb Mord. Wenn das stimmt, wäre es eines der ungeheuerlichsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit 19 Jahren versuchen Aktivisten, Rechtsanwälte und Journalisten, Licht ins Dunkel zu bringen. Go away, go away. Sie sind auf sadistische Praktiken gestoßen, kaum verhüllten Rassismus und weitere ungeklärte Todesopfer. Wer könnte Uri Jallo umgebracht haben? Und warum? Und wie kann es sein, dass der Fall durch alle deutschen Gerichte geht und beinahe niemand zur Rechenschaft gezogen wurde? Das hier ist Teil 2 unserer Aufarbeitung. So aufwendige Videos können wir nur dank unserer Sponsoren umsetzen. Incogni sponsert dieses Video. Sogenannte Datenbroker sammeln und analysieren alles, was im Internet über uns zu finden ist. Sie bündeln sensible Daten zu umfangreichen Schattenprofilen. Dafür nutzen sie Informationen wie eure Kontaktdaten, euren Browserverlauf und die von euch getätigten Online-Einkäufe. Anschließend verkaufen sie diese Datenpakete an Unternehmen, die dich dann zum Beispiel gezielt mit Werbung bombardieren. Dein Alter und dein Schulabschluss machen dich vielleicht interessant für einen aggressiven Headhunter, der dich an die nächste Investmentbank vermitteln will. Im schlimmsten Fall können sensible Daten für Hacks oder Identitätsdiebstahl missbraucht werden. Incogni fordert die Löschung deiner Daten bei zahlreichen Brokern an. Im Dashboard kannst du dann ganz genau verfolgen, wie viele Anfragen raus sind und was der aktuelle Stand ist. Unter incogni.com/simplicissimus erhalten alle unsere Zuschauer mit dem Code simplicissimus einen exklusiven Rabatt auf einen Einjahresplan. Außerdem gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Schau jetzt bei Incogni vorbei und unterstütze so unseren Kanal. Trotz der Löschung durch Incogni können Daten immer noch online auftauchen. Eine 100%ige Garantie gibt es nicht. Gib deine persönlichen Informationen immer nur mit Vorsicht weiter. Wenn man alle neuen Erkenntnisse der letzten 19 Jahre zusammennimmt, ergibt sich daraus das folgende mögliche Szenario. Uri Jallo wurde stark betrunken und unter einem Vorwand mit aufs Polizeirevier genommen. Dort wurde er so schwer misshandelt, dass er mehrere Knochenbrüche davontrug. Vielleicht starb er dabei, zumindest aber war er bewusstlos. Dann wurde er mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Andreas S. war zum Zeitpunkt von Uri Jallos Tod im Raum des Dienstgruppenleiters im zweiten Stock. Laut Beate H.'s erster Zeugenaussage hat er den Feueralarm mehrmals, laut eigener Aussage nur einmal weggedrückt. So oder so, vom ersten Feueralarm bis zum Öffnen der Tür braucht er 11 Minuten. Als er schließlich unten ankam, habe er die Tür aufgemacht und ihm sei dichter Rauch entgegengekommen. Die untersuchten Rauchspuren legen aber nahe, dass die Tür während des Brandes offen stand. Andreas S. kann es nicht gewesen sein. Aber er weiß wahrscheinlich mehr, als er sagt. Beate H. hat sich vor Gericht mehrere Male widersprochen.
Im ersten Prozess hat sie ihren Vorgesetzten Andreas S. erst belastet, nach einem Treffen mit ihm und seinen Anwälten wieder entlastet. Sie behauptet, Jallos Hilferuf während des Brandes durch die Gegensprechanlage gehört zu haben. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich bereits bewusstlos war. Es ist wahrscheinlich, dass sie mehr weiß, als sie sagt. Hans-Ulrich M. hat Uri Jalloh festgenommen, ihn abgesucht und mit anderen in Zelle Nummer 5 angekettet. Kurz vor Jallos Tod hat ein Kollege ihn in der Zelle gesehen. Er selbst will aber auf Streife gewesen sein. Beweisen kann er das nicht. Er hat kein nachweisbares Alibi. Weil er im ersten Prozess freigesprochen wurde, gilt für ihn ein sogenannter Strafklageverbrauch. Selbst wenn es neue Erkenntnisse über den Fall gäbe, dürfte er nicht mehr belangt werden. Udo S. sprach Uri Jalloh als erstes in der Turmstraße an und verlangte, dass er sich ausweist. Im Streifenwagen hielt er ihn im Schwitzkasten fest. Er wurde laut einem Augenzeugen mit Hans-Ulrich M. in der Zelle gesehen. Auch er hat kein nachweisbares Alibi. Laut einem Bericht der Taz wurde er 8 Jahre später außerdem von einem Justizwachtmeister namens Dirk N. verdächtigt. N. weiß, dass Udo S. vor seiner Polizistenlaufbahn Feuerwehrmann war und unter anderem mit Pyrotechnik zu tun hatte. Er wüsste, wie man in kurzer Zeit einen starken Brand so entfacht, dass man später nichts nachweisen kann. Als Dirk N. den Hinweis der Polizei Dessau präsentierte, wurde dem laut dem Artikel aber nicht nachgegangen. Stattdessen wurde augenscheinlich ein Strafantrag wegen Verleumdung gegen ihn gestellt. Und laut Taz wurde so lange Druck auf ihn ausgeübt, bis er die Aussage zurückzog. Andreas S. wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Hans-Ulrich M. wurde freigesprochen. Aber ausgerechnet gegen Udo S. wurde nie ermittelt. Es gibt da noch eine weitere Person. Während des Brandes hielt sich höchstwahrscheinlich ein unbekannter Mann im Polizeirevier auf. Ein Polizeibeamter berichtet, im Treppenhaus sei ihm jemand entgegengekommen, den er als Schatten wahrgenommen habe. Vom Fenster der Leitstelle aus habe er das Eintreffen der Feuerwehr beobachtet. Er wird im zweiten Gerichtsurteil nur weiterer Mann mit Brille genannt. Im Jahr 2013 sind neue Hinweise zu diesem Mann ans Licht gekommen. Ein Informant hat sich bei der Journalistin Margot Overath gemeldet, die den Fall seit Jahren begleitet. Er sagte, er kenne den Täter. Er sei über den Hintereingang in den Gewahrsamsbereich gekommen. Die Tür sei mit einem Zahlencode gesichert gewesen, den nur Polizisten kannten. Es sei um Rassismus und sexuelle Demütigung gegangen. Jemand hätte Uri Jalloh eine Lektion erteilen wollen, die aus dem Ruder lief. War das vielleicht die Motivation, einem schwerstbetrunkenen, wehrlosen Menschen eine Lektion zu erteilen? Tatsächlich gibt es Indizien, dass in der Polizeistation in Dessau womöglich schon häufiger Ähnliches vorgefallen ist. Der Maschinenbauingenieur Hans-Jürgen Rose steigt nach einer Feier mit Freunden betrunken in sein Auto. Beim Ausparken stößt er an die Stoßstange eines anderen Autos. Der Besitzer ruft die Polizei. Rose fleht ihn an. Bitte nicht die Polizei rufen, das wäre mein Tod. Um 1.30 Uhr kommen 2 Beamte und nehmen ihn mit aufs Revier. Bereitschaftsarzt Dr. B. nimmt ihm Blut ab. Wenige Stunden später wird Rose auf offener Straße schwer verletzt aufgefunden. Nur 200 Meter von der Polizeistation entfernt. Am nächsten Tag erliegt er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Rechtsmediziner sagen nach der Obduktion, Hans-Jürgen Rose sei gefesselt worden. Die Hämatome deuten darauf hin, dass er mit Schlagstöcken oder Gürteln malträtiert worden sei. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Ein stark alkoholisierter Mann namens Mario Bichtemann wird in der Dessauer Innenstadt von der Polizei aufgelesen und aufs Revier gebracht. Bereitschaftsarzt Dr. B. stellt keine auffälligen Verletzungen fest. Bichtemann wird, wie Uri Jalloh, in die Gewahrsamszelle Nummer 5 gesperrt. Stunden nach seiner Einlieferung wird Mario Bichtemann tot in seiner Zelle aufgefunden. Todesursache: Schädelbasisbruch. Rechtsmediziner der Universität Halle sagen, der Bruch muss durch einen gezielten Schlag entstanden sein. Ein anderer Rechtsmediziner sagt, der Bruch muss wenige Stunden vor seinem Tod erfolgt sein.
Auch dieser Fall wurde nie aufgeklärt. Was ist hier los? Einen wichtigen Hinweis liefert der Polizeibeamte Jürgen S. beim zweiten Prozess in Magdeburg. Er berichtet davon, dass Dessauer Polizisten regelmäßig betrunkene Personen mitgenommen und eingesperrt haben. Als probates Erziehungsmittel. Ein Informant der Dessauer Polizei hat der Journalistin Margot Overath bestätigt, dass es damals Tradition gewesen sei, widerspenstige Personen an Säulen der Kantine anzubinden und zu schlagen. Eine Disziplinierungsmaßnahme aus DDR-Zeiten. Wir haben es in dem Revier mit einer Clique, eine Gruppe von Polizeibeamten zu tun, die halt einfach ausgerastet sind regelmäßig und Menschen geschlagen haben und Menschen sind dabei gestorben. So vermutet zumindest Nadine Said der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Vielleicht ist Uri Jalloh einer solchen sadistischen Praktik zum Opfer gefallen. Und vielleicht hat auch seine Hautfarbe eine Rolle gespielt. Ja, piekste mal einen Schwarzafrikaner. Ach du Scheiße. Schwarzafrikaner. Dieser Begriff fällt immer und immer wieder. Überhaupt fällt auf, dass die Polizisten in Zeugenaussagen fast nur von dem Schwarzafrikaner reden. Obwohl sie seinen Namen kannten, haben sie ihn nicht benutzt. Ein Polizist aus Stendal sagt vor Gericht aus, dass die Dessauer Polizisten im Zusammenhang mit ausländischen Bürgern schon öfter unangenehm aufgefallen seien. Ein Polizist der Nachbarstelle Halle kommentiert Jallos Tod und die Dauer des Brandes damit, dass Schwarze eben mal länger brennen. Dessaus Polizeivizechef soll gesagt haben, dass man mit Blick auf den Kampf gegen Rechts nicht alles sehen müsse. Und selbst noch im Jahr 2021 macht das Polizeirevier Dessau Schlagzeilen, weil eine Beamtin dem rechtsextremen Attentäter von Halle Liebesbriefe geschrieben hat. Der im Raum stehende Verdacht ist so ungeheuerlich. Was macht eigentlich die deutsche Justiz mit diesem so brisanten Fall? Der Fall Uri Jalloh wurde zuerst in Dessau, danach in Magdeburg verhandelt. Obwohl sich zahlreiche Zeugen widersprochen haben und Beweismittel verschwunden sind, galt der Fall im Anschluss als rechtswirksam abgeschlossen. Die Behörden gingen nach wie vor davon aus, dass er sich selbst angezündet hat. Doch als die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh im Oktober 2013 die Ergebnisse ihres ersten Brandgutachtens vorstellt, kommt neue Bewegung in den Fall. Auf der Pressekonferenz ist auch der leitende Oberstaatsanwalt aus Dessau, Volker Bittmann. Er hat die Macht, neue Ermittlungen aufzunehmen. Als er hört, dass ein Brand wie in Zelle 5 höchstwahrscheinlich nur mit großen Mengen Brandbeschleuniger möglich gewesen wäre, gibt er sich beeindruckt. Das sind sehr ernste Informationen, überraschende Informationen, zum Teil erschreckende Informationen. Es sind aber auch Informationen, die in Teilen den Ergebnissen widersprechen, die Gutachter uns mitgeteilt haben. Hier habe ich das angehört. Was nehmen Sie mit nach Hause? Aufklärungsbedarf. Bittmann nimmt sich vor, eigene Brandexperimente durchzuführen. Ein echter Hoffnungsschimmer. Doch dann passiert lange Zeit erst einmal nichts. Es dauert 3 Jahre, bis die Staatsanwaltschaft öffentlichkeitswirksam ein Brandexperiment im sächsischen Schmiedeberg durchführt. Dieser öffentlich durchgeführte Brandversuch, das heißt, jeder konnte zugucken, Presse war da, ist kläglich gescheitert. Es hat einfach nicht geklappt. Das Feuer ist immer ausgegangen. Es hat keine vergleichbare Brandentwicklung gegeben. Doch man will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Staatsanwaltschaft will, dass sich 8 Experten mit den Ergebnissen beschäftigen. Das sogenannte Würzburger Sachverständigengremium. Ihre Schlussfolgerung ist eindeutig. Das Würzburger Sachverständigengremium kam zu dem Ergebnis, dass die Theorie der Selbstentzündung nach den neueren Ergebnissen auch der Experimente nicht zu halten war. Der Brand muss also von einem Dritten gelegt worden sein. Als Bittmann das erfährt, formuliert er in einem internen Schreiben einen Verdacht. Er verweist auf die ungeklärten Fälle von Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann. Bei einer Zellkontrolle könnten Polizeibeamte auf die Ohnmacht Uri Jallohs aufmerksam und sich daraufhin bewusst geworden sein, dass schwere Verletzungen oder gar das Versterben eines weiteren Häftlings neuerliche Untersuchungen auslösen würden. Der Verdacht? Verdeckungsmord. Bittmann nennt 2 verdächtige Beamte. Eine spektakuläre Wende.
oder? Bittmann wird der Fall entzogen. Die Staatsanwaltschaft Halle übernimmt und stellt die Ermittlungen nach nur kurzer Zeit ein. Es gäbe keine ausreichenden, tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter. Eine weitere Aufklärung wäre nicht zu erwarten. Außerdem seien die 8 Sachverständigen zu widerstreitenden Ergebnissen gekommen. Ein Vertreter des Gremiums widerspricht dem im Anschluss öffentlich. Alle 8 Sachverständigen wären sich einig, dass die Selbstentzündungshypothese aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu halten sei. Es scheint, als habe die deutsche Justiz kein besonderes Interesse daran, den Fall Urijalo aufzuklären. Wen ruft man eigentlich an, wenn man Opfer der Polizei geworden ist? Richtig, die Polizei. Auch im Fall Urijalo ermittelte zunächst die Polizei Stendal gegen die Polizei Dessau. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man sich kannte, vielleicht sogar privat. Selbst da, wo das nicht der Fall ist, hat man natürlich ein besonderes Verständnis für diese Beschuldigten, ne? Weil man kennt ihre berufliche Rolle, ihre berufliche Situation und deshalb schaut man da anders, eben nicht so unbefangen drauf. Das ist Professor Singelnstein. Er forscht zum Thema Polizeigewalt. Ein Problem bei der Aufklärung: Polizisten können von Anfang an die Deutung der Geschehnisse beeinflussen. Denn sie sind es ja, die die ersten Polizeiberichte darüber verfassen. Und mit diesen Berichten, mit diesem Berichtswesen, ist die Polizei zum Beispiel schon sehr gut in der Lage zu prägen, wie diese Aufarbeitung läuft und von was die Justiz ausgeht, wenn sie diese Sachverhalte zu rekonstruieren versucht. Sollte ein Fall doch vor Gericht landen, kann ein angeklagter Polizist womöglich auf die Solidarität seiner Kollegen zählen. Dieser sogenannte Chorgeist war auch im Fall Urijalo zu beobachten. Beamte haben gemauert und sich gegenseitig gedeckt. Die Justiz ist dann häufig machtlos. Eine Studie von Singelnstein für die Uni Frankfurt hat übermäßige Gewaltanwendung durch deutsche Polizeibeamte untersucht und wie häufig diese rechtlich aufgearbeitet wird. In der Studie gaben nur 14% der befragten potenziell Betroffenen an, dass in ihrem Fall ein Strafverfahren stattgefunden habe. Laut Staatsanwaltschaftsstatistik kommt es bei Anzeigen gegen Polizisten überhaupt in nur 2% der Fällen zu einer Anklage. Und selbst wenn der beschuldigte Polizist vor Gericht kommt, Amtsträger wie Polizisten werden im Vergleich zu allen anderen Angeklagten viel seltener verurteilt. In der Studie gaben marginalisierte Gruppen an, in besonderer Weise von Polizeigewalt betroffen zu sein. In einer anderen Studie haben auch deutlich mehr Menschen mit nicht weißer Hautfarbe angegeben, von der Polizei kontrolliert zu werden, als weiße Menschen. Obwohl das sogenannte Racial Profiling eigentlich gesetzlich verboten ist, scheint es bei der deutschen Polizei doch immer wieder vorzukommen. Von Seiten der Polizei heißt es dann häufig, na, das ist doch nicht schlimm, das ist ja nur eine Kontrolle. Für die Betroffenen ist das aber ganz, ganz anders, ne? Weil die werden in der Öffentlichkeit stigmatisiert, weil die Polizei natürlich mit dieser Handlung, mit dieser Kontrolle auch nach außen signalisiert, quasi darstellt, wen sie für gefährlich, wen sie für bedrohlich, wen sie für potenziell kriminell hält. Eine Expertengruppe der UNO sagt, Menschen afrikanischer Abstammung seien in Deutschland immer wieder von strukturellem Rassismus betroffen. Das habe auch dazu geführt, dass der Fall Urijalo nie effektiv aufgearbeitet wurde. The working group believes that institutional racism and racial stereotyping by the criminal justice system has led to a failure to investigate effectively and prosecute perpetrators. There has been no independent inquiry. Die Staatsanwaltschaft Halle hatte die Todesermittlungen aufgrund fehlender Anhaltspunkte einer Beteiligung Dritter eingestellt. Auf unsere Nachfrage verweist die Staatsanwaltschaft darauf, dass höhere Instanzen sich ihrer Einschätzung angeschlossen haben und sie jetzt nicht mehr zuständig sei. Die Staatsanwaltschaft verweist außerdem auf einen Bericht 2 juristischer Sonderberater im Auftrag des Landtages von Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2020. Der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einstellung der Ermittlungen nicht zu beanstanden sei. Die Initiative sieht den Bericht äußerst kritisch. Er sei einseitig und schenke zum Beispiel dem verdächtigen Feuerzeug deutlich zu wenig Beachtung. Ihr findet den Bericht in unseren Quellen. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg schreibt, das Oberlandesgericht Naumburg habe festgestellt, dass es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen einen konkreten Beschuldigten gäbe. Es mangelt laut der Generalstaatsanwaltschaft sowohl an einem Motiv als auch an der zeitlichen Gelegenheit dafür.
irgend geartete Hinweise darauf, Uriallo könnte aus rassistischen Gründen getötet worden sein, lägen evident nicht vor. Der Fall Uriallo zeigt, wie viel Ungerechtigkeit es in unserem Rechtssystem gibt. Besonders betroffen sind Menschen wie Uriallo. Ohne Lobby, ohne Macht. Experten und NGOs wie Amnesty International fordern deshalb schon lange unabhängige Untersuchungsstellen, wenn es um die Aufklärung polizeilichen Fehlverhaltens geht. In Ländern wie Großbritannien ist das längst üblich. Der Fall macht in unseren Augen genau das deutlich, dass es jemanden braucht, der der Polizei auf die Finger guckt. Vielleicht wäre der Tod von Uriallo dann aufgeklärt worden. Vielleicht bräuchte es dann keine Rechercheagentur, die über eine Dekade später komplexe Computermodelle baut. Oder Aktivisten, die forensische Gutachten in Auftrag geben. Die Initiative in Gedenken an Uriallo und seine Familie kämpfen weiter. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2023 ist der Fall in Deutschland komplett eingestellt. Die Familie hat im Juli 2023 Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Dezember 2021, fast 17 Jahre nach Uriallos Tod. Zwei Reporter der Taz beschließen, Udo S. zu Hause aufzusuchen und mit ihm über den Fall zu reden. Es ist Lockdown. Sie unterhalten sich in seinem Vorgarten. Sie sprechen ihn auf eine der Ungereimtheiten an. Eine von so vielen. Er sagt mehrfach, ich bin mit mir im Reinen. Und? Ich habe nichts gemacht. Ich schwöre. Cheers.